Hallöchen, liebe Zelda-Fans, und wir kommen wieder zurück zu einer weiteren Folge der Legend of Zelda Ocarina of Time. Wir stehen jetzt quasi vor dem Schattentempel und gehen da jetzt mal rein. Sag jetzt schon mal vorneweg, so ein kleines bisschen kenne ich mich aus. Aber wirklich nur ein kleines bisschen. Ich war eben noch kurz in Kakariko und habe mir grünes Elixier gekauft, damit ich, weil ich werde hier wahrscheinlich oft das Auge der Wahrheit benutzen müssen, habe ich mir gedacht, dass ich hier den Greifhaken brauche. Ich darf nichts falsch machen, sonst fallen wir runter. Gut. Sieht aus wie eine Wand. Nee, ich werde das wahrscheinlich brauchen. Die Schatten werden sich nur dem offenbaren, der das Auge der Wahrheit besitzt. Das heißt, man könne sie im Kakariko finden. Und wir haben es. Und wir sehen auch natürlich, wo wir hin müssen. So, jetzt muss ich mich mir erstmal wieder umgucken. Denn das letzte Mal, wo ich hier war, das ist schon ein paar Jährchen her. Da ist, glaube ich, der ja, was ist denn das? Dreh mal den Schnabel zum Schädel der Wahrheit. Andernfalls stürzt du in unendliche Dunkelheit. Und was ist der Schädel der Wahrheit? Ich drehe einfach mal. Ich denke mal nicht, dass es beim ersten ist. Ich mache jetzt immer einen Zweiertakt. Ich lasse jetzt mal beim zweiten. Wenn es dann nicht geht, beim vierten da drüben. Im anderen Fall ist noch was dann umgedreht. Nee, okay, doch. Oh, doch, es hat geklappt. Nur der, dessen Schritte heilig sind, wird das Tal des Todes durchqueren. Hä? Ist hier sonst noch irgendwas? Oh, da ist ein Eingang. Ich darf nicht so viel verpulvern. Oh mein Gott. Ah, ich kann da durchgehen. Okay. War gerade ein bisschen gruselig. Jenem mit dem Auge der Wahrheit wird sich manches offenbaren, was noch von Dunkelheit umgeht. Ich gehe jetzt einfach mal hier lang. Okay, das sieht aus, als... Oh, da ist ein... Der Schattentempel. Hier ruhen Hyrule's blutige Zeugnisse von großer Gier und blindem Hass. Da ist eine Tür. Aber ist hier sonst nichts mehr? Da ist ja auch ein Gang. Der Schattentempel. Hier ruhen Hyrule's blutige Zeugnisse von großer Gier und blindem Hass. Aber hier sind zwei Vasen. Das sieht aus wie ein Hinweis. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich gehe jetzt einfach mal hier lang. Entweder wir sterben. In der Dunkelheit, verborgen. Das bloße Auge listet täuschend. Bleibt der rechte Weg verhüllt. Bleibt der rechte Weg verhüllt? Ah, ist das hier gemeint, oder was? Was ist denn jetzt los? Oh, nee. Das ist wieder Gisela. Ja gut, aber für Gisela nehme ich diesmal das große Schwert, weil wir haben noch nicht einmal mit dem Großen gekämpft. Immer nur mit dem Kleinen. Ich bin jetzt mal gespannt. Nein! Oh, stimmt ja die Arme. So, mein Freund. Das ist doch mal eine Breitseite. Komm, mach schneller. Bam, Junge. War es schon vorbei? Ich muss sagen, das Schwert ist aber stark, ey. Wo ist denn Gisela jetzt schon wieder? Lass mich los! Ich sehe sie nicht! Ich sehe Gisela nicht! Lass mich los! Boah. Ach, wie die schon wieder angewatscht kommt. Ah, es gibt Kekse. Ich will aber deine Kekse nicht. Schon mit Gehirn gefüllt. Komm, 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 komm! Ja! Yeah. Boah, ist das Schwert stark. Mein lieber Scholli. Die sieht aus, als hätte ich Schmerzen. Ich bin mal gespannt, was jetzt hier drin ist. Gleitstiefel. Oder wie ich immer so gerne sage, Turbotreter. Cool.
Du kannst damit kurze Zeit sogar Abgründe überqueren. Ah, das ist für das... Ah, okay. Gut. So, jetzt muss ich hier nur wieder rausfinden. Ist das der richtige? Ich traue dem Tempel hier nicht. Okay. Also wir müssen gerade... Jene mit dem Auge, der war halt... Ja, das ist mir schon bewusst. Ja, hier war der Ausgang. Einmal. Und... Einmal hier lang, glaube ich. Ja, genau. Und wir sind auch schon draußen. Können wir jetzt auch darüber gehen. Jetzt muss ich aber die Gleitstiefel anziehen. Weil ich weiß, da stand kurze Zeit. Ich weiß nicht, wie lange ich... Oh Gott, die rutschen ja. Oh Gott, die halten aber nicht lange. Oh nee. Ach, warte mal, ich kann den ja mit Bomben wegsprengen. Erstmal ziehe ich die normalen Stiefel an, weil das hier ist hier grauenhaft. So. Machen wir mal hier und das hier. Und das Auge der Wahrheit hier. So. Hält man natürlich alles. Was? Willst du mich verkohlen? Ich dachte, das bringt dich um. Oder auch. Ja, okay. Hat geklappt. Da ist nichts. Da ist ein Gang. Da ist ein Gang. Okay. Gehen wir mal nach links. Ja, ich hab's auch. Nein! Ach, Link, was machst denn du? Jetzt habe ich die Karte weggemacht. Wo ist die Karte hin? Achso, ich habe gar keine Karte. Oh mein Gott. Oh je, yeah, oh je. Yeah. Wie soll ich denn da dran kommen? So oder was? Mensch. Egal, dann trifft's mich. Darf nicht. Darf mich ja eigentlich nicht treffen. Boah, das war aber jetzt auch knapp gewesen. Wie, es gibt noch welche? Oi. Wo sind denn noch welche? Ich sehe keine. Da. Aha. Und was ist da drinnen? Ein kleiner Schlüssel. So, jetzt muss ich hier nur wieder rauskommen. Hör doch mal auf, Link. Oh ne, jetzt ist das. Ach, das wollte ich gar nicht. Ich habe kaum Bomben. Nein, das war zu weit. Hä, es hat aber. Ach, hat er nicht eine Bombe? Hier gibt es auch nochmal einen Eingang. Weil ich trau. Aber warum sind hier drei? Warum sind hier drei? So, ich probiere mal was aus. Bin mir nicht ganz sicher. Nee. Hä?
ich gehe jetzt einfach mal hier lang. Ich habe nämlich Angst, dass ich in irgendeine Falle reinlaufe. Ach Gott. Skotulas, die gehen mir so auf die Nerven. Hättest du wenigstens mal was verlieren können. Okay. Gibt's denn noch eine? Dachte ich mir schon. Ja. Wenigstens Herzen bekommen. Ich höre die ganze Zeit Wasser. Ich bin mir nicht sicher, was das ist. Oh mein Gott, was ist denn das jetzt? Nein, nicht schon wieder. Ey, die Skotulas, ich gehe mir so auf die Nerven. Schnell! Achte auf die Schatten der Kreaturen, die an der Decke hängen. Was für Kreaturen? Sind doch gar keine. Ach du lieber Gott. Wie soll man sich zurechtfinden? Oh, lololololo. Och. Ja, was ist denn das jetzt? Du willst doch nicht echt jetzt mit mir hier so kämpfen, Mann. Ich weiß gar nicht, wie viele Schläge ich... Das ging einfach. Okay, ach, sieh mal an, da gibt es ja einen Weg. Das heißt einfach nur geradeaus. Das heißt einfach nur geradeaus. Okay, so. Aber wo führt denn das hin? Was ist denn das hier für ein Raum? Gibt's hier auch wieder? Oh mein Gott. Muss ich mich erstmal umgucken. Da drüben ist was zu. Das heißt... Pfeile habe ich. Das heißt, ich knall den jetzt mal ab. Mal sehen, ob es was bringt. Okay, von ihm alleine wird jetzt hier nichts draus. Vielleicht muss ich die auch noch abknallen. Ist hier noch irgendwo? Boah, hier sind ja noch ein paar Stück. Noch irgendwo? Ah, ja gut. Konnte ich mir... Naja, gut. Konnte ich mir auch... nicht anders da vorstellen. Was haben wir hier drin? Oh, das ist eine goldene Skotula. Die muss ich auf jeden Fall holen. Die muss ich auf jeden Fall mitnehmen. Sehr schön. Jetzt haben wir schon die nächste. Kann man wieder das Auge dahin machen. Hä? Wie war das? Ach so. Ja, die Truhe habe ich jetzt gar nicht gesehen. Sieht man auch noch nicht. Oh, Pfeile, sehr schön. Und was haben wir hier drin? Ah, was soll ich mit Rubine, ne? Ich brauche eher hier so grünes Elixier. Ah, nee, stimmt. Ich habe mir hier grünes Elixier gekauft. Falls das komplett leer ist, dann kann ich es wieder auffüllen. Also bin ich jetzt hierher gegangen wegen der Skotula. Okay, gut. Ich habe immer Angst, dass ich was falsch mache. So, rechts war nichts mehr. Also das heißt, ich muss irgendwie geradeaus. Was, schon wieder?
Wenn du gegen mich kämpfen willst, kein Problem. Sehr schön. Ey, das große Schwert ist echt Hammer. Sollte ich mal öfters benutzen. Ich gehe mal auf Nummer sicher. Ich ziehe jetzt mal diese komischen Stiefel an. Oh. Ui. Oh, Link, bitte, 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 bitte. Nein! Oh. Okay, woher soll ich denn das wissen, dass das nicht geht? Vielleicht habe ich aber auch was falsch gemacht. Ey, also so langsam nervt er. Komm. Geh kaputt, Mensch. Geht doch. Okay, das versuchen wir jetzt nochmal. Denn ich habe gesehen, da drüben sind die Kristalle schon wieder. Das heißt, ich muss richtig weit hoch, oder was? Ah. Jetzt ziehe ich aber die Botten aus. Und da drüben ist auch wieder dieses hässliche Augenvieh. Achso, ich hab die Dinge ja schon. Mit einmal. Okay. Sehr schön. Ja, und ich muss natürlich reinlaufen. Ah. Okay, dann gehen wir da mal rein. Ich hoffe, es passiert nichts. Irgendwie traue ich dem Tempel nicht. Ich habe immer das Gefühl, da passiert gleich was. Oh, was ist denn das? Was steht denn hier? Nur der das Auge der Wahrheit besitzt, wird Schutz vor dem tödlichen Stacheln finden. Und wie? Ich wollte gerade sagen, und wie? Schöne goldene Skotula. Ich denke mal, dass ich die... Warte mal, das ist, glaube ich, ein bisschen zu weit. So, keine Ahnung. Ich hoffe nur, dass der nicht wegbricht. Aber das sind zwei Stück. Das heißt, ich muss in der Hälfte, glaube ich, stehen bleiben, damit die mich nicht erwischen. Oder? Ja. Ich höre es doch. Das ist doch hier irgendwo. Oh, da ist die goldene Skorte da. Kann ich die auch so holen? Muss ich die? Aber mit einem Schlag mit dem großen Schwert, das ist Wahnsinn. Und die nächste goldene Skotula, ey, das läuft ja wie am Schnürchen. Cool, aus der Kiste. Wieder Pfeile, ey, kriegt man mehr Pfeile wie alles andere. Okay, hier ist gar nichts. Ich ziehe jetzt mal das Ding weiter nach hinten. Vielleicht passiert dann irgendwas. Vielleicht wird dann ein Schalter aktiviert oder so. Keine Ahnung. Man muss alles ausprobieren, wenn man in so einem Tempel ist. Wirklich alles. Kann ich da drauf? Ah, dann treffen mich ja die Stacheln, oder? Nee. Oh, hier oben ist ja auch noch eine Ebene. Was soll man da? Ah, da ist eine Kiste. Kann ich da drauf? Ich kann da drauf. Oh, bring mich nicht um. Fünf Rubine. Ey, der ist ein Schalter. Was ist denn der Schalter? Für die Kiste. Oh mein Gott. Und da drinnen ist wieder ein kleiner Schlüssel. Herz. Herz.
Okay, also in dem Raum kann ich jetzt nichts mehr holen. Oh nee, da ist wieder dieses Laser-Augen. Ja, was ist denn das? Oh, was ist denn das da drüben? Da muss ich gerade mal hin. Hier ist ein kleiner Abschnitt. Okay. Aber da geht's erst gar nicht lang. Da drüben ist eine verschlossene Tür. Da hole ich mal das Auge der Wahrheit. Und dann gucken wir mal. Oh mein Gott. Nee, das ist mir denn doch zu unsicher. Da ziehe ich dann doch lieber die Gleitstiefel an. Komm, 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 komm. Oh, Gott sei Dank geschafft, ey. Oder nee, komm, ich lasse die lieber an. Ich weiß nicht, was da jetzt noch kommt. Und so ein bisschen Bammel habe ich ja schon. Was zum... Ich werde die hier erstmal wegpulvern. Was? Ich kann die nicht wegpulvern? Okay. Bleib sitzen. Nein! Du sollst sitzen bleiben! Nimm deine Griffe von mir weg! Nein! Boah, mit zwei Schläge? Das nenne ich krass. Ey, das ist ja aber noch so einer. Sie jetzt, ja, der ist gestorben. Man hat's gehört an diesem... Okay. Toll, jetzt dachte ich, da ist was Besonderes drin. Ah. Okay, dann brauche ich doch den Haken. Weil sonst komme ich nicht an alle diese silbernen Rubine dran. Wo haben wir denn hier überall welche? Guckt ihr doch mal hier. So, das ist jetzt Nummer 1. Da war irgendwie sowas. Kann ich mich da dran festhalten? Ach, da oben. Und da drüben ist noch eine. Jawohl. Also ich muss sagen, die Gleitstiefel, die sind echt gut. Hätte ich nicht gedacht. Was ist jetzt hier drin? Ach du. Ach, mein lieber Mann, ey. Oh, komm, ich zieh die Stiefel mal aus. Mal gespannt, was hier... Oh, da unten ist eine goldene Skurtula. Moment, da gehe ich sofort hin. Ich will aber einmal wissen, was hier ist. Komm her! Blödes Vieh. Er zwingt mich, den Bogen auszupacken. Ich kann es einfach nicht ändern. Sind hier noch welche? Ja, da drüben. Nee, das war zu hoch. Nee, das dürfte jetzt... Sehr schön. So, hier sind aber... Was ist denn jetzt los? Oh, da öffnet sich... Ja, die Tür ist wieder offen. Okay, da sind wieder Bomben. Das heißt, kann ich ja wahrscheinlich wie im Goron-Dings... Im Goron, ja, kann ich das da reinschmeißen? Was passiert jetzt? Ich weiß gar nicht, ob das kaputt geht. Ah, doch, es geht kaputt. Sehr schön. Oh, da ist ein Schlüssel. Ein kleiner Schlüssel. Keine Angst, ich werde dich mitnehmen. Sehr schön. Ich muss aufpassen wegen den Stacheln. Okay. Jetzt brauche ich doch wieder den Greifhaken. Ist hier... Ach, da oben.
Mir ist aber aufgefallen, ich habe weder Karte noch Kompass gefunden. Was ist denn das? Ah, ich verstehe. Das sind wahrscheinlich die Dinger, die mich nach hinten schieben. Jetzt ich mal die hier. Oh mein Gott, Link, wie läufst denn du denn mit den Dingern? Schnell, 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 schnell. Ah, muss sie ja kommen, ne? Du sollst es Gott aber angucken, Mann. Verliert die Herzen oder so? Nö, okay. Wie soll ich denn das machen? Ah, ich verstehe. Ich muss warten. Schnell, 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 schnell. Oh Gott. Oh nee, da sind ja auch wieder so Dinger. Na komm, dann zieh ich die hier an. Sieht jetzt irgendwas? Oh nee, da ist so ein brennendes Auge. Wo habe ich denn den Bogen? Wo habe ich den Bogen? Da ist er. Ist das... Was? Ich brenne? Ich... What? Moment, ich gehe erstmal den Seiteneingang. Wo haben wir denn... Ich gehe erstmal den Seiteneingang, bevor ich jetzt da... geradeaus gehe. Wo waren das nochmal? Denn man weiß ja nie. Oh nein, bitte nicht. Egal, ich versuche die jetzt mit einem Ruck kaputt zu machen. Was? Es geht nicht? Willst du mich verarschen? Ah, lass mich los! Boah, die leben ja immer noch! Und da ist eine Tür mit einem Schloss. Ah, wahrscheinlich ist das der Schlüssel. Sehr schön. Sehr schön. Was? Ey, was? Hier gibt es eine Rubine? Boah, ich muss die Stiefel ausziehen. Die sind grauenhaft. Hier gibt es nur Stiefel? Ach, hier gibt es nur Rubine? Was ist denn das? Oh. Das gleiche hatten wir schon im Brunnen unten gehabt. Was soll hier sein? Oh, eine Truhe. Da ist ja der Schlüssel. Ich wollte gerade sagen, hä? Will das Spiel mich verkohlen? Also bis jetzt habe ich noch keine Karte oder einen Kompass gefunden. Wo sind wir denn hier jetzt? Was ist denn das? Ein Schiff? Eine Treppe. Okay. Ich nehme mal an, ich muss auf das Geisterschiff. Und ich höre eine goldene Skordula. Ich komme ja. Das sieht aus wie ein Geisterschiff. Aber ich muss sagen, das große Schwert, also das Bigoron-Schwert, das ist echt heftig. Das ist unheimlich stark. Also das hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Ich hätte schon öfters mit ihm spielen sollen. Aber erst das, seitdem ich das habe, ne? So. Ist hier irgendwas? Nee. Da drüben ist aber was. Navi zeigt schon hin. Oh, das ist eine goldene Skordula. Ich hoffe, ich komme da dran. Was ist hier? Oh, bitte komm da dran.
Ja, alles klar, als wäre der Greifhaken so lang. Okay, das hier sieht aus wie Zelda ihr Dingslied. Wo habe ich denn die Ocarina jetzt hingemacht? Ah, hier. Also wenn man so lange jetzt zocken tut, also Let's Plays macht, sollte man das ein oder andere Lied langsamer sitzen haben. Und das Schiff bewegt sich tatsächlich. Ich dachte jetzt eher, dann fällt man irgendwo runter oder so. Aber es fährt. Okay, und jetzt? Oh nein, nicht du schon wieder. Du gehst mir so auf die Nerven, ne? Das ist meine Schiffsfahrt. Was? Nochmal? Im Ernst jetzt? Da kommt jetzt sicher aber nochmal einer, oder? Das Boot. Aha. Sind wir schon da? Da drüben. Ich sehe gerade, da drüben ist ein Gang. Und da brauchen wir aber einen Schlüssel. Wir haben keinen. Link, das Schiff sinkt. Spring ab, rette dich auf. Ich bin doch schon abgesprungen, Navi. Also können wir nur hier hin. Moment, ich hole lieber mal das Auge der Wahrheit, denn ich traue dem Braten hier nicht. Ah, sag ich doch. Das ist aber ein Labyrinth. Dann machen wir das jetzt so. Wir knallen jetzt das grüne Ding hier hin. Und je nachdem, was wir hier jetzt finden, dann brauchen wir uns einfach nur noch dahin porten und müssen nicht mehr da kreuz und quer rumlaufen. Gott. Ich gehe jetzt erstmal in die Tür. Komme ich jetzt hier rum? Ja. Oh mein Gott, was... Oh nee, was soll ich denn machen? Moment. Ich bin gerade ein bisschen hippelig. Das ist da aus der Holz. Das müsste gehen. Und... Oh, da sind wieder diese hässlichen Dinger. Und... Oh ja, es ging. Nippel ab, hat geklappt. Der Masterschlüssel. Ey, sind wir jetzt schon fast am Ende, ja? War das noch einer? Komm, ein paar Herze. Bitte. 5 Rubine, ich würde mal sagen, 500 Rubine. Komm, nee, ich lass die Vase, ne? Passiert hier irgendwas. So, Raum Nummer 1 haben wir. Gehen wir mal zum zweiten. Gott sei Dank haben wir das Auge. Ich höre schon wieder was. Was ist denn das? Diesmal sind es 3 Stück oder was? Ach du lieber Gott. Ich glaube nicht, dass ich so viel... Und eine goldene Skatula. Ey, das ist ja Wahnsinn. So, 6 Stück habe ich noch. Link. Du bist manchmal echt bekloppt. Wirf die doch da rein! Ey, nee, komm, ich hol die hier. Wesentlich einfacher.
Die platzt gleich! Okay, ich muss jetzt. Ich warte jetzt, dass die nochmal zurückkommen. So, jetzt aber. Oh. Was mach ich dann da? Okay, ich bin ein bisschen nervös. Ich bin ganz ruhig, ganz ruhig. Sehr schön. So, jetzt ist es nur noch eins. Ja, das war, glaube ich, ein bisschen zu früh. Ja, ein bisschen zu früh. Jawohl. Wahrscheinlich kam da jetzt so viel... Oh, guckt euch das mal an, so viel... Warum sammle ich die ein? Ich hab doch volle Rubine. Bam, bada, bam. Okay, weiter geht's. Ich dachte jetzt, ich würde hier drin einen Schlüssel finden, aber... Nee, ich glaube mal ein Raum ist noch. Oder zwei, ich weiß es gar nicht. Aber das ist nicht so genau angeguckt. Ja. Da hinten ist noch ein Räumchen. Nein, nein, hau ab, hau ab, hau ab. Ist die aggressiv. Was zum... Ein bisschen der Bodenklapscher. Ist mir egal. Ich mach das hier. Also ich muss sagen, ich sollte die öfters benutzen. Diese Dinger hier. Das hilft wesentlich. Ich hoffe, dass das hilft. Och Gott. Komm her. Das war's? Oh, es gibt noch eine Truhe. Jetzt kommt bestimmt der Kompass oder die Karte oder so, keine Ahnung. Aber ich glaube, dafür ist es auch schon zu spät. Weil, da wir jetzt schon ziemlich weit vorne sind. Ein kleiner Schlüssel. Da ist er doch. Ja, die nehmen wir natürlich auf jeden Fall mal mit. Was ist denn da drin? Ein Herz. Naja, immerhin. So. Ja, dachte ich mir, hier gibt's sonst nichts mehr. Du hast Pharos Kräfte beschworen. Zum Teleport zurück. Ich hoffe, dass ich jetzt wieder ganz am... Nee, gut. Sehr schön, wir haben den Schlüssel. Wir mussten jetzt nicht wieder den ganzen Dings-Labyrinth zurücklaufen. So. Müssen wir erstmal gucken. Aber wie mache ich denn das hier? Da drüben ist... Moment mal. Ich probiere das und das. Ich probiere jetzt einfach mal was aus. Kann ich mich da irgendwie festhalten? Hm. Auch nicht. Aber warum sind da so viele... Moment mal, ich probiere es mal mit dem Bogen. Oh. Tja. Okay. Naja, immerhin. Ne? Haben wir nicht alle Tage. Ich würde mich aber mehr freuen, wenn ich ein Herz bekommen würde. Aber da sind ja Gott sei Dank noch zwei Vasen. Ist hier noch irgendwas? Nee. Einmal grünes Elixier. Kann ich wieder dran festhalten oder so? Nee. Keine Ahnung, was Navi will. Sieht auf jeden Fall gebrochen aus. Egal. Wir haben ja noch genug Herze. Müssen wir mal weitergehen.
davor ist auch schon das Ende, beziehungsweise der Boss. Oh, jetzt muss ich erstmal selber gucken. Ach, ja, gut. Ziehen wir mal die Schwebedinger an. Mehr wie schief gehen geht nicht. So, ich hab noch ein bisschen Bammel, dass ich runterfalle. Okay, dann kommen wir jetzt nicht weiter. Gehen wir mal hier lang. Boah, ich dachte schon. Ich muss ganz vorsichtig sein. Ich hätte das lassen sollen. Ah, cool, wir können aber von hier aus starten. Blöd ist aber, jedes Mal, wenn wir runterfallen, verlieren wir wiederum Herze. Näher ist das hier aber auch nicht. Hm. Okay. Probieren wir es mal von der anderen Seite. Gut, warum habe ich das nicht gleich so gemacht? Wäre wesentlich entspannter gewesen, wie jetzt diese zwei Fails, die ich da abgeliefert habe. Naja, egal. So, wir sind jetzt quasi vom Endboss. Wir haben jetzt Skortulas eingesammelt und so weiter und so fort. Natürlich keinen Kompass und keine Karte, warum auch immer. Aber da würde ich mal sagen, hier machen wir auf jeden Fall das nächste Mal weiter. Bis zum nächsten Mal, noch rein. Ciao!